Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Zuletzt hat Blizzard ein paar mehr Infos für den nächsten Werdegang im Bereich Classic durchblicken lassen und wir wollen uns heute mal anschauen, wieso der Fahrplan für die kommenden Wochen sein soll. Was genau Blizzard noch einkippen will und vor welcher Entscheidung eventuell auch jeder für sich steht, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn ihr Lust auf mehr Infos habt, nutzt gerne den Abo-Button und erhaltet regelmäßig die Infos zugespielt. Nun aber erstmal zu den kommenden Änderungen bis Lich King. Also, was wollen wir uns hier genau anschauen? Im Groben schauen wir uns heute Sachen an, die entweder entfernt werden bzw. hinzugefügt oder geändert. Blizzard hat vor kurzem eine Art Roadmap veröffentlicht und wir wollen mal schauen, was da so draufsteht, wie wir das eventuell auch zeitlich zuordnen könnten und dann kommen wir auch zum Punkt, wo eventuell jeder für sich eine Entscheidung treffen muss. Ein konkretes Datum für die einzelnen Sachen gibt es zwar noch nicht, aber wir können anhand von verschiedenen Aussagen eine Art Abgrenzung vornehmen und so das Datum doch relativ gut eingrenzen. Aber schauen wir uns das doch erstmal an. Den Anfang machen wir hier mit Sachen, die entfernt werden, obwohl wir hier alles mehr oder weniger unter dem Punkt Serververänderung zusammenfassen könnten. Zuallererst steht hier die Begrenzung von den Transfers von PvE auf PvP bzw. andersrum. Blizzard hat angekündigt, diese Begrenzung zu entfernen. Aktuell ist es ja so, dass wenn ihr auf einem PvP-Server spielt und den Server wechseln müsst, weil zum Beispiel der ausgestorben ist oder halt kaum noch was geht, dann nur die Möglichkeit habt, auch auf einen anderen PvP-Server zu wechseln. Diese Begrenzung möchte Blizzard entfernen. Das gleiche gilt natürlich auch für PvE-Server. Das heißt, jeder kann dann mehr oder weniger kreuz und quer transferieren. Prinzipiell bin ich jetzt kein Feind von dieser Sache, weil gibt's ja auch auf Retail schon relativ lange. Problem ist, es kommt wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Wer mein letztes Video gesehen hat zur Serverpopulation, der wird gesehen haben, dass dort einige Server halt massiv viel größer geworden sind und andere halt schon ziemlich viel federn lassen mussten. Und hier haben wir eventuell schon das Problem. Venoxis als PvP-Server hat sich quasi verdoppelt, auch aufgrund von mangelnder Alternative. Weil wenn ich auf einem sterbenden PvP-Server gespielt habe, dann habe ich nur die Auswahl, auf Venoxis zu wechseln. Denn entweder sind die anderen PvP-Server auch davon betroffen, das heißt, die haben auch massiven Spielerverlust, oder aber ich kann halt nicht auf einen PvE-Server wechseln. Das heißt, wenn ich einen Transfer mache, dann halt nur in diese Richtung. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass der ein oder andere durchaus dabei war, der gesagt hätte, naja, ist mir eigentlich egal, ob das ein PvE oder ein PvP Server ist, OpenPvP ist sowieso nicht mehr unbedingt meins, von daher wechsle ich auch gerne auf den PvE-Server. Da aber diese Möglichkeit bis dato nicht vorhanden war, auch nicht zu dem Zeitpunkt, als sie halt massiv diese Transfers angeboten haben, und das war im Februar, ist also schon ein paar Monate her, ist es jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Das heißt, wir haben einige größere Server und wir haben, naja, sagen wir mal 1 bis 2 Megaserver und die werden wahrscheinlich auch immer größer. Ich befürchte, dass das eventuell auch das Schicksal von den anderen, jetzt noch kleineren Servern ist, dass die halt irgendwann zusammenschmelzen mit den großen, sodass die großen Server einfach noch viel riesiger werden. Aber ob das so kommt, werden wir sehen. Damit einhergehend wird auch die Begrenzung entfernt, dass man auf PvP-Server nur jeweils eine Fraktion haben kann. Das heißt, sofern das umgestellt wurde, kann ich dann halt auch einfach Horde und Allianz-Chars auf dem gleichen Server erstellen, egal ob es jetzt ein PvP- oder ein PvE-Server ist. Gut, dann machen wir weiter mit dem Klon-Service. Classic-Era-Klon-Service wird eingestampft. Was heißt das konkret? Aktuell ist es ja so, dass man für 5 Euro, weil es ist gerade im Angebot, einen Klon von seinem Char erstellen kann und dann halt sagt, okay, ich möchte in Classic weiterspielen, also Vanilla Classic, und habe dort dann halt einen Klon, den ich zu dem jeweiligen Zeitstempel, das ist schon eine ganze Weile her, der dort gesetzt wurde, dann halt einfach mit dem Char auf diesem Equipstand einfach weiterspielen kann, wenn ich dann Bock habe, einfach die Classic-Era-Server zu spielen. Ich denke, dieser Service, der wird tatsächlich nicht mehr wirklich genutzt. Also ist es wahrscheinlich mehr oder weniger egal, ob sie den jetzt einstampfen oder nicht. Ich habe mir mal die Classic-Era-Server angeguckt. Die standen zu dem Zeitraum, wo ich geguckt habe, immer alle auf niedrig. Das heißt, ja, da wird es kaum noch Spieler geben oder halt nur ganz, ganz wenig. Und die Wahrscheinlichkeit, nachdem jetzt auch über ein Jahr TBC online ist, da wirklich noch jemand sagt, oh, ich möchte diesen Klon-Service nochmal nutzen, ist wahrscheinlich auch relativ gering. Solltet ihr aber dazugehören und sagen, ey, Mist, das wollte ich doch noch machen, dann habt ihr jetzt noch die Chance, ansonsten wird das auch demnächst eingestampft. Auch hier gibt es noch kein Datum, aber ich denke mal, dass das in spätestens 1 bis 2 Monaten soweit sein wird, vielleicht sogar früher. Gut, dann haben wir noch eine Änderung für die Chars bzw. Server, und zwar das Charakterlimit pro Server wird entfernt. Aktuell ist es halt so, dass ihr nur eine limitierte Anzahl an Charakteren auf einem Server haben könnt. Diese wird aufgehoben und ihr habt dann nur noch die Begrenzung von 50 Charakteren auf dem gesamten Account. Das heißt, wenn ihr Bock habt, einen 15., 17., 20. Char auf dem Server zu kreieren, dann könnt ihr das gerne machen. Das ist vielleicht einhergehend mit der Tatsache, dass man jetzt Allianz- und Horde-Spieler auch auf PvP-Server zum Beispiel gleichzeitig machen kann. Ganz interessant. Wenn man tatsächlich jemand ist, der halt einfach jeden Char twinkt und jeden Char hat und vielleicht auch zweimal hat, dann ist es sicherlich eine ganz interessante Sache. Ich bin damals halt auch von Allianz auf Horde auf Everlook gewechselt und habe dann natürlich auch einige Twinks bzw. einige Allianz-Chars, wo man dann auch sagt, ja, nee, die zu löschen wäre halt auch doof. Das muss dann auch nicht sein. Von daher sind die einfach noch vorhanden. Hab jetzt aber in der Zwischenzeit natürlich jede Menge Twinks auch auf der Horde-Seite und irgendwann wird es tatsächlich ein bisschen eng.
Ja, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant zu wissen. Gut, dann wird es ein bisschen trauriger. Und zwar knapp 50% aller BC-Server werden eingestellt. Auch das hier hatte ich in meinem letzten Video schon angesprochen. Wir werden hier 50% der Server verlieren. Das wäre dann weltweit und für Deutschland sind es 40% der Server. Konkret wären das Heartstriker, Luzifron, Dragon's Call und Celebras. Das passiert alles am 10. August diesen Jahres. Das heißt, spätestens zu diesem Zeitpunkt werden die restlichen Charaktere, die da noch drauf sein sollten, zwanghaft auf einen anderen Server transferiert. Was ein bisschen doof ist, ist halt auch, dass der RP-Server damit bei ist, der Celebras, ja, der ist nie wirklich extrem besetzt gewesen, da waren nicht so ultra viele Leute drauf, das stimmt schon, aber da sind noch einige Leute und da wird auch halt noch geradet. Also, auch wenn sie jetzt keine ultra große Community sind, sind eigentlich noch da. Aber Blizzard hat sich dazu entschlossen, den RP-Servern keine Chance mehr zu geben, das heißt, die werden entsprechend wegrationalisiert und dann halt entweder zwangstransferiert oder es sind aktuell auch einige kostenlose Transfers da, das heißt, wenn ihr euch noch mit eurer Gilde entscheiden wollt, wo ihr hingehen wollt, dann macht es möglichst bald, weil 10. August ist auch nicht mehr ultra lange. Gut, das sind erstmal die Sachen gewesen, die entfernt werden. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Sachen, die sind vielleicht schon ein bisschen interessanter und die hinzugefügt werden. Zuallererst hier nochmal erwähnt, die Lich King Beta. Nein, es gibt leider noch kein genaues Datum, aber es wurde in einem Twitter-Post bereits gesagt, dass diese im Juli bis August stattfinden soll. Das heißt, im idealen Fall ist es eventuell schon in 2 Wochen, vielleicht aber auch erst in 6, das wird sich dann zeigen. Wenn wir ungefähr wissen, wann der Beta-Test ist, wie gesagt, Juli bis August, wenn nichts verschoben wird, dann könnten wir uns auch einigermaßen errechnen, wann tatsächlich Lich King kommt. Denn die TBC-Beta, die ging ungefähr 1,5 Monate. Danach waren dann nochmal 2 Wochen Luft und danach kam BC raus. Das heißt, wir haben hier ungefähr 2 Monate Zeit gehabt nach Launch der Beta und halt dem tatsächlichen Release. Aber wie gesagt, ist erstmal nur Spekulation. Ich denke aber, dass das ungefähr in diesem Rahmen dann entsprechend kommen wird. Gut, die nächste Sache, die kommen wird, wäre dann Sunbell und entsprechende Nerfs. Es ist jetzt noch nicht bekannt, in welchen Schritten Blizzard das machen möchte. Eigentlich waren es 2 Wellen. Die erste Welle hat größtenteils Muru betroffen und damit wurde der ziemlich genervt und war dann halt auch deutlich, deutlich einfacher. Er war kein Freeloot, das nun nicht, aber sie haben die HP von ihm und auch von den Ads.com reduziert, so dass er nicht mehr so extrem aus dem Raster gefallen ist, weil aktuell ist er halt der schwerste Boss in Sunbell. Das wäre eigentlich die erste Welle gewesen. Die zweite Welle ist dann halt die massive Nerfkeule zum Pre-Patch. Das heißt, jeder Boss vom Schaden und auch von den HP wird massiv reduziert. Sind im Schnitt 30%, einige Bosse sogar noch mehr. Wenn man sich dann Brutalus anguckt, wo es halt einigermaßen darauf ankommt, dass man den Schaden hat, ja, der ist dann halt nach den Nerfs auch deutlich einfacher und es kommt halt einfach nicht mehr darauf an, dass man einen gewissen Schaden dabei hat. Von daher kann dann dort wirklich jeder mit rein und dann halt entsprechend die Bosse auch nochmal töten. Gut, nächste Sache, und das ist auch, glaube ich, mit der größte Punkt und auch noch relativ frisch. Und zwar hat Blizzard angekündigt, dass sie neue bzw. frische Server raushauen werden, wo halt Lich King draufläuft. Das heißt, für alle, die tatsächlich Bock haben, mit Level 1 neu anzufangen und zu sagen, alles klar, neue Ökonomie, neue Chars, alles, was ich mir vorher irgendwie erspielt habe, ist mir eigentlich egal, ich will halt einmal von vorne nochmal frisch anfangen, für die sind diese Server gedacht. Ich persönlich habe da eher gemischte Gefühle, weil ich dann doch schon ein bisschen an meinen Chars hänge und alles, was ich da irgendwie erreicht habe und vielleicht auch das ein oder andere Gimmick aus irgendwelchen Instanzen, das man nicht so einfach kriegt, doch ganz gerne behalten möchte. Oder wenn man Ruf gefarmt hat bei den Blutseglern oder halt sonst was, daran möchte ich dann halt schon irgendwie festhalten, aber ich bin auch sehr großer Fan von Diablo-ähnlichen Spielen. Das heißt, sei es jetzt Path of Exile, sei es jetzt Diablo selber oder ähnliche Spiele, die spiele ich sehr, sehr gerne und halt auch in Seasons. Das heißt, für mich ist es jetzt nicht unbekannt, einmal von vorne nochmal neu anzufangen. Das hat auch eine gewisse Motivation, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Auf diesen Servern wird es so sein, dass man mindestens die ersten 90 Tage keinen Char boosten kann und auch, dass man in den ersten 90 Tagen nicht dorthin transferieren kann. Mal gucken, ob es bei den 90 Tagen bleibt oder ob es nicht vielleicht sogar verlängert wird, weil das Feedback zu dieser News, das war tatsächlich überwiegend positiv, zumindest wenn ich ins Forum gucke. Denn ich habe da mal quer gelesen und habe halt tatsächlich gesehen, dass viele, viele sagen, ja, finde ich voll toll. Das Einzige, was die meisten kritisieren an dem Punkt, ist tatsächlich, dass es nur 90 Tage sind. Einige sagen, macht ein halbes Jahr, einige sagen, nee, da soll überhaupt nicht hin transferiert werden, sodass es halt eine geschlossene Sache für sich bleibt. Ja, da mögen die Meinungen auseinandergehen, aber prinzipiell finde ich das echt interessant, dass sie hier komplett neue, frische Server machen. Das war ja in der ursprünglichen Umfrage von Classic auf TBC auch schon enthalten. Ey, wie steht ihr dazu? Wollt ihr frische Server haben mit TBC? Wollt ihr da komplett neu starten? Dann haben sie es aber für TBC erstmal so weiter nicht verfolgt und jetzt hat sich vielleicht in der Community oder auch bei Blizzard ein bisschen was getan, sind die Meinungen ein bisschen umgeschwungen und jetzt sagen sie, ey, hier, das wollen wir machen. Viel Spaß dabei.
Ja, finde ich wie gesagt ziemlich spannend. Man hat auch noch so ein, zwei andere Kleinigkeiten. Also Todesritter zum Beispiel können auch nicht erstellt werden. Zumindest nicht, wenn man keinen Char auf Level 55 auf diesem Server hat. Das heißt, man müsste es, wenn man Todesritter spielen möchte, tatsächlich erst einen anderen Char auf 55 bringen, dann den Todesritter anfangen und dann weiterspielen. Ist, glaube ich, in Ordnung, weil der Todesritter, der startet ja nun auch nicht mit Level 1. Von daher hat man dann effektiv eigentlich nicht wirklich viel verloren. Ist, glaube ich, in Ordnung. Also wie gesagt, da bin ich echt hin und her gerissen und kam für mich auch ziemlich unerwartet. Da würde es mich echt mal interessieren, wie ihr dazu steht. Also sagt ihr auch, ja, puh, Mensch, coole Sache, da wäre ich sofort dabei. Ich fange sofort auf einen neuen Server an und dann spiele ich da halt nur auf diesen Lich King Server und alles, was davor war, ist mir relativ egal. Oder sagt ihr, nee, ich möchte meine Chars ganz gerne beibehalten. Ich habe ja auch einiges an Twinks und die brauche ich auch irgendwie. Und ein paar Erfahrungen und so sind da auch mit dran. Von daher, nee, ich bleibe bei meinem Char. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Zeitlich sollen diese Server tatsächlich starten mit dem Pre-Patch. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass der Pre-Patch von Lich King ungefähr 3, vielleicht 4 Wochen dauert, dann habt ihr also 3 bis 4 Wochen Zeit, die Chars halt entsprechend bis TBC zu leveln, damit ihr dann entsprechend zu Lich King auch starten könnt. Generell ist es so, dass auf diesen Servern bereits alles freigeschaltet ist. Das heißt, ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Ihr könnt auch nochmal in die Raids gehen, wenn ihr da irgendwie Equipment holen wollt oder so. Das ist alles kein Problem. Das könnt ihr dann gerne tun. Aber ich weiß halt nicht, 3 bis 4 Wochen, ich meine, zum Leveln sollte das reichen. Da muss man aber schon ein paar Stunden rein investieren. Was allerdings sein kann, mit Lich King wurden nochmal die XP-Kurven angepasst. Das heißt, wenn hier mit dem Pre-Patch eventuell die XP nochmal reduziert wird, sodass das Level nochmal schneller geht, so wie es halt zu TBC auch der Fall war, dann dauert das wahrscheinlich auch nicht so lange, bis ihr den Char tatsächlich auf Max-Level habt. Wer also das im Hinterkopf hatte und sagt, nee, so viel Zeit kann ich eigentlich nicht mit reinbringen, dem ist damit eventuell geholfen. Wurde aber noch nicht angekündigt, von daher, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen erst sehen. Ja, dann bleibt bloß noch ein Punkt, der ist, glaube ich, relativ klar. Das wäre dann natürlich der Launch von Lich King. Ich habe es halt gerade schon mal vorgerechnet. Also wenn wir davon ausgehen, sagen wir mal Mitte Juli kommt die Closed Beta. Dann haben wir ungefähr 1,5 Monate die Beta. Dann haben wir es Anfang September. Und wenn wir dann sagen, naja, der Pre-Patch, der hat um die 3 Wochen, dann können wir sagen, spätestens Ende September wird hier Lich King final auch aufgespielt. Eventuell auch schon früher. Alles zwischen August und Oktober halte ich für möglich. Aber meine Prognose, auch wenn die reine Spekulation ist, ist erstmal Ende September. Und damit sind wir am Ende der Roadmap. Schauen wir mal, wann Blizzard sich dazu entschließen wird, uns ein wenig mehr Infos zu geben. Denn mit fixen Zeitpunkten und Vorlauf haben sie es ja in den letzten Jahren eher nicht mehr so. Was habt ihr mit Lich King vor? Bleibt alles so, wie es ist und ihr spielt einfach auf eurem Server weiter? Transferiert ihr gegebenenfalls vorher noch von kleinere auf größere Server? Oder habt ihr sogar Bock, ganz von vorn auf frisch Lich King-Servern anzufangen? Ich für meinen Teil bleibe wohl erst bei meinem Server treu und schaue, was da so auf uns zukommt. In diesem Sinne, danke für eure Zeit, viel Spaß noch beim Zocken und bis zum nächsten Mal.